Wir erleben gerade in der österreichischen Wirtschaft, nicht nur in der österreichischen, ein Phänomen, das für undenkbar gehalten worden ist. Es herrschte der Glaube an ewiges Wachstum und an die absolute Machbarkeit von allem durch den Menschen und durch die von ihm erschaffene Technik. Und jetzt das. Wir sind in einer Situation, wo es keine Rohstoffe gibt und keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein Name ist Harald Käusser. Ich bin Kommunikationsberater und philosophischer Berater für Firmen. Und ich schreibe philosophische Bücher und engagiere mich hier bei der Ökonomie der Menschlichkeit. Wir haben also einen Mangel an Rohstoffen. Es gibt keine Metalle, es gibt einen Mangel an Dachziegel, an Farbpigmenten. Es gibt sogar einen Mangel an Containern, mit denen man etwas transportieren könnte. Es gibt einen Mangel an sehr vielem. Das erste Mal erleben wir die Fragilität und die Verletzlichkeit der globalisierten Wirtschaft und der internationalen Warenströme. Und das, obwohl wir geglaubt haben, dass das nie eintreten wird, dass unsere internationalen Netze gut geknüpft sind, dass alles immer verfügbar ist. Das ist so eine der großen Illusionen der Marktwirtschaft. Alles ist immer verfügbar und die Firmen erzählen es ja ihren Kunden mit Slogans wie geht nicht, gibt's nicht oder der Kunde ist König. Aber diese Slogans entpuppen sich als Illusion. Ja, das gibt's, dass etwas nicht geht. Und nein, der Kunde ist nicht König. Er ist kein absolutistischer Herrscher, alles immer zu jeder Zeit wünschen kann. Wir erleben also gerade die Möglichkeit des Unmöglichen. Das heißt, vieles von dem wir geglaubt haben, dass es geht, geht nicht. Aber vielleicht gehen dafür Dinge, von denen wir bisher geglaubt haben, die gehen nicht. Und es sind nicht nur die Rohstoffe, an denen es mangelt auch an Menschen. Firmen finden keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ein unglaublicher Paradigmenwechsel. Die Firmen konnten sich die Mitarbeiter aussuchen und so ist es auch gekommen, dass die Menschen zu Human Resources wurden, also zu einer humanen Ressource, die man auch beliebig verschieben und ausbeuten konnte, sowie bessere Maschinenersatzteile. Dieses ganze System hat sich gedreht und es sind die Menschen, die sich die Firmen aussuchen. Und damit müssen sich auch die Strategien der Firmen ändern. Plötzlich müssen sie sich nicht mehr schön herrichten, um den Kundinnen und Kunden ihre Produkte anzupreisen, sondern sie müssen sich umwenden, nach innen wenden, im Wortsinn, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, warum sie genau hier bei mir arbeiten sollen. Damit entsteht so eine Art Zwang zur Menschlichkeit. Denn ohne Menschlichkeit werden wir die Menschen nicht magnetisch anziehen können. Dieser Mangel an Arbeitskräften ist der Demoskopie geschuldet und war schon lange absehbar und jetzt ist es soweit. Das ist eine Situation, die sich verschärfen wird, die wird bleiben, die wird nicht von alleine so verschwinden. Und hier erweist es sich, dass jene Firmen im Vorteil sind, die schon immer menschlich, nachhaltig, fair agiert haben. Einer unserer Mitgliedsbetriebe, die Luftburg im Wiener Prater, da hat mir die Elisabeth Kollerig, die Gründerin der Luftburg, gesagt, dass es ganz, ganz schwierig ist in der Gastronomie, vor allem in so einem großen Betrieb, wie sie es hat, Leute zu finden, aber bei ihr geht es recht gut, weil es sich herumgesprochen hat, dass sie auf Nachhaltigkeit schaut, dass sie keine Essensreste in der Küche haben wollen. Und die Leute, die zu ihnen arbeiten kommen, haben einen richtigen Wow-Effekt. Hey, wow, so geht das also auch in der Gastro. Und darum hat sie auch weniger Mangel an Arbeitskräften als andere Firmen.
Und darum propagieren wir auch eine Ökonomie der Menschlichkeit. Weil es darum geht. Das System hat sich gedreht. Und damit muss sich auch unser Mindset drehen. Hin zu Menschlichkeit, Fairness, Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn auch du in der neuen Zeit mitmachst. Und vielleicht auch bei uns, bei unserer Allianz Ökonomie der Menschlichkeit.